frisch, erholt mit einer saftigen Pepperoni-Wurst-Pizza macht er sich auf den Weg zur nächsten Folge Pokémon Blau. Weiter geht's! Auch wenn ein Pokémon ausscheidet, kann es weiter Spezialtechniken wie zum Beispiel den Zerschneider anwenden. Und da kommen wir wieder auf diese VMs zu sprechen, die es gibt. Und jetzt gucken wir uns hier einfach mal um. Oh, da zockt jemand gerade Gameboy. Ich suche nach Abra. Tauscht das gegen Pantymos? Nein. Okay, wenn das so ist. In Abra habe ich derzeit nicht übrig. Eventuell komme ich später nochmal zurück, wenn ich mal hobbylos bin. Gerade, ich kann hier erst weiter, wenn ich den Zerschneider habe. fail. Scheiße. Nun gut. Wenigstens kann Geikind uns diese Schmach ersparen. Oh mein Gott. Weder in Pokémon Grün noch im ersten Mal von Pokémon Blau ist mir das passiert. Ey. Gut, kehren wir zurück und haben unsere Pokémon, ja. Ihr habt es wahrscheinlich schon vorher gewusst, haben gesagt, ja, jetzt wird eine Party gemacht. Also, hättest du nicht so Vorrat, ja, dann hätten wir es dir gleich sagen können, du Idiot. Nun, hättet ihr wahrscheinlich, aber da wäre ich auch schon da gewesen. Okay, ungeachtet dessen kehre ich jetzt nach Azuria City zurück, um mein Fahrrad zu holen. Weil das jetzt doch, nötig wird und ich werde nochmal durch den Diktatunnel müssen. Und da möchte ich dann doch mein Fahrrad haben. Oh Mann. Was für eine Scheiße. Ich hoffe, durch diese Pepperoni-Pizza hat auch mein Gehirn gleichzeitig wiederhergestellt. Sollte es ausgeschieden sein. Wie könnte ich das denn vergessen? Na gut, das ist so plump. Also, eigentlich haben wir den Zerschneider da immer dabei. Es ist mir ein Rätsel, dass ich das doch niemals bemerkt habe, dass man den da braucht, weil ich den einfach immer dabei hatte. Gut, normalerweise mache ich auch immer alles nach der Reihe. Wahrscheinlich deswegen, aber ich dachte mir diesmal, vielleicht noch ein bisschen Training für Blau oder so. Ja, nichts war's. Fail. Einfach nur Fail. Okay, gut. Der Fahrradladen findet sich hier unten. Hier waren wir schon einmal. Du da, nicht ein Fahrrad. Oh, das ist ein... ein Radcoupon. Okay, ist jetzt hier. Weil diese Radkupos müssen ja sehr wertvoll sein, wenn es sich geradezu drum reißt. Wie gefällt dir dein neues Fahrrad? Du kannst damit auf dem Radweg in die Höhlen fahren. Ja, wir dürfen jetzt gar nicht, ein zweites kaufen. Aber haben wir auch nicht nötig, also. Fahrrad und ja, Fahrrad hat einen speziellen Ton, der fährt die ganze Zeit, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und ich werde mir selbstverständlich den Rückweg sparen, weil letztendlich, wer bin ich? Es geht wesentlich schneller, wenn Geikind den Job erledigt. Und ihr seht schon, Teleporter hat auch eine Funktion außerhalb vom Spiel, nämlich diese. Sehr, sehr nett. Okay. Ungeachtet dessen, zum Erinnerter können wir noch nicht. Deswegen betreten wir einfach mal den Hafen hier auf den Steg. Und ich finde, das sieht für Game Boy Advance wirklich extrem gut gemacht aus. Da kann man nichts sagen. Wie gesagt, Pokémon eigentlich das beste grafische Spiel zu der Zeit auf dem normalen Gameboy. Wurde dann von den anderen Spielen immer mit der Reihe abgelaufen. Schon am Nintendo DS hat es dann auf jeden Fall nicht die beste Grafik. Game Boy Advance eigentlich auch schon fast nicht, aber auch noch fast. Aber dafür war die Grafik trotzdem immer gut für Pokémon, da kann man echt nichts sagen. Und die Draufsicht ist, hat mir sowieso immer gefallen. Also es muss jetzt kein 3D-Ding wie Pokémon Colosseum oder XD her. Die MSN ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Wir besuchen Orania City einmal im Jahr. Er hat ja schon dazu arbeiten irgendwie. Da gucken wir doch mal. Willkommen auf der MSN. Ich hab's nicht nötig, zu dir rüber zu gucken, deswegen schaue ich einfach so nach vorne. Verzeihung, hast du ein Ticket? Ja, hier, guck mal. Nehme ich die Hände zurück und streck sie ihm hin. Großartig, willkommen auf der MSN. Schwachmat. Okay, dann sind wir auf dem Schiff. Viele Passagiere sind hyperaktiv, sie langweilen sich und sehen sich nach einem Kamm. Ja, hat er seine Passagiere gerade ziemlich beleidigt? Okay, wen haben wir hier? Ich mache immer allein Urlaub, nur meine Pokémon begleiten mich. Das ist schön. Ist er wenigstens nicht in einsamen Gestaden und, ja. Ich denke, also ich hätte noch eine Route machen können, bevor ich gegen Blau kämpfe, aber das wird nicht nötig sein.
ist der Diktatunnel wäre vielleicht auch nicht wirklich nötig gewesen. Ich dachte einfach, das verpacke ich noch schnell in dem nächsten Part, bevor ich mit dem Schiff anfange. Dem letzten Part, aber ja. Das war da wohl nichts. Wahrscheinlich haben die meisten von euch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Nein, du Idiot, dreh um! Aber das Video hat nicht auf euch gehört. Das tut mir dann leid. Und ja, er hatte Focanus, Pokémon der Stärke und sollte trotzdem kein Problem für Simsala. Sei immer nett zu deinem Pokémon. Natürlich bin ich das. Zu Simsala sollte man nett sein, sonst gibt's auf die Fresse, Junge. Wow. Du Ratstase, was fällt dir ein? Ja, man versteht nicht ganz, was er einem sagen will im Deutschen. Wenn man die englische Version kennt, weiß man, dass er sich darüber beschwert, dass man einfach so in sein Zimmer reingeht. Was einen so hohen Realitätsfaktor hat, dass ich den Entwickler wirklich ein Kompliment dafür machen muss. Für das ganze andere Unlogische zwar nicht, wie halt, dass es so ein Scheißegal ist. Aber das muss man schon loben. Muss man schon lobend erwähnen. Okay. Scheide von uns, Nidoran weiblich. Gut. Mist, du bist ganz schön gut. Ja, so bin ich, ich weiß. Ich will meine Ruhe haben! Verpiss dich! Das ist mal ein Kriegskram, ey. Aber gut, tu mir nur gefallen, es ist wie sein Zimmer. Aber wir haben keins! Nein! Stuart, ich hätte gerne ein Stückchen Torte. Hallo? Rucksack? Weste? Cappy? Sehe ich aus wie ein Stuart? Nein. Übrigens, bezüglich Zimmer und Feuerroten Blatt Grün, falls ihr das Feuerrote P gesehen habt, kommt hier ein Zimmer für uns hin. Hier gibt's das doch nicht. Aber gut, es macht eigentlich auch Sinn, dass wir keins haben, weil wir haben ja schließlich keine Kabine gemietet. Weil natürlich die Frage ist, wie man ein Ticket haben kann oder eine Kabine gemietet zu haben, weil dieses Ticket gilt ja eigentlich nur, solange das Ding hier ist. Und dass ein Schiff für eine Konzerthalle verwendet wird oder eine Festhalle, naja, lassen wir es einfach mal. Also ohne, dass es abfährt. Ist ein bisschen komisch. Ach, so eine Kreuzfahrt, die ist lustig, eine, ist wundervoll. Ich reise immer mit Knuddelhoff. Ich weiß gar nicht, ob... Ich glaube, also entweder Pixie oder Knuddelhoff sieht man in diesem Spiel gar nicht. Ich glaube aber, es ist Pixie, dass man hier nicht sieht. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Knuddelhoff hat irgendwann mal einen Trainer. Ansonsten wäre das hier der einzige Ort gewesen. Mama, du Landratte, ich bin der Steward auf diesem Skane. Guck mich einfach an, wenn du einen Wunsch hast. Verdammt, Gespräch bist du aber nicht. Ja, das sollte eigentlich ein Franzose sein, aber da er plötzlich so nicht Französisch gesprochen hat, war das schwierig, ihm nachzumachen. Ich bin total ein Pokémon-Fanat, du auch. Oh, der ist ein Junge, oder? Ach, pff. Hat die Pubertät noch nicht erreicht. Teenager noch am Anfang, so passt. Ja, was ich vergessen habe, ist auf die Route zurückzukehren. Das würde ich dann noch machen müssen, da einen Mauzi zu fangen, weil es ist, wie gesagt, leichte Beute am Anfang an Pokémon, die man fangen kann. Und dann werde ich natürlich noch einen Dickter fangen. Wenn ich schon einen Dickdreh habe, werde ich das Dickter wohl auch noch irgendwie kriegen. Müssen wir noch überlegen, wie ich schwäche. Vielleicht werde ich da einfach auch mal Confenser benutzen. Nur Pokémon tauschen, ja, das wollte Ash auf der MSN auch machen. Ist doch Bullshit. Und, oh, Moment. Das ist TM8 Body Slam, oder? Ja, die habe ich damals Visa Floor beigebracht. Jetzt wollte ich sie Aquatic geben. Wenn Dummheit wehtun würde, wäre ich nur noch ein Häufchen Elend. Aquatic bitte. Das kann jeder so gut finden. Was für eine Scheiße. Der hätte mich wenigstens gefragt, Mann. Hätte Geiger will schon die 4 Attacke nicht ablehnen können. Mann. Okay, also bist du verschwindet. Ballistler hat auch 100 Genauigkeit, aber 85 Stärke. Da wird es einfach besser wie Biss. Durch den Einfach. Und ja, ich muss das alles nochmal machen. Cool, oder? Nur weil ich so dumm bin. Ich würde ja sagen, es liegt daran, dass ich die Knöpfe einfach viel zu schnell drücke. Das tat es in dem Fall natürlich auch, aber... Das Problem ist, wenn ich hier einen Knopf drücke, erscheint sofort der nächste Befehl und... Man hat immer nur ein bis zwei Wörter pro Ding, pro Zeile und deswegen dauert es ewig, bis man durchgescrollt ist. Also, anstrengend. Wir machen eine große Weltreise. Ja, schön, dass du keine Probleme hast, Mädel. Auf meinen Reisen um die Welt habe ich unzählige Pokémon gefangen.
Ja, auf jeden Fall Body Slam 85 Stärke, 30% Chance, einen Gegner zu paralysieren, während bis 60 Stärke um 30% auf Zurückschrecken hat. Beide 100 Genauigkeit, beziehungsweise 99,6%. Da habe ich mich dann natürlich für, Body Slam entschieden. Also Mega Hit wollte ich ja nicht, weil das genauso stark wie Body Slam ist, nur ein Schwächer. Quatsch. Das ist eine Schwäche. Genauso stark wie Body Slam ist dann vielleicht sogar ein bisschen schwächer. Ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl. Und auf jeden Fall weniger Genauigkeit hat. Aber Body Slam ist schon cool. Bei Bisa Floyd, ich bitte notwendig, damit er noch eine zweite Attacke hat. Hier vielleicht nicht unbedingt so notwendig. Aber gut, geben wir sie mal. Turtok ist ja auch ein gemixter Angreifer. Psst, ich bin ein Geheimagent. Ich folge das Team Rocket. Psst. Da bist du hier auf dem schlechtesten Ort, weil hier ist von den weit und breit keine Spur. Pfeifenreiniger. Ja. Was haben wir hier? Oh, die Küche. Na, und die mit ihren besseren Kochmüssen. Für mich sehen es einfach aus wie Burger King Kronen. Ich krieg das einfach nicht aus seinem Kopf raus. Aus dem Weg, du Leuchtmatrose. Wir sind schwer beschäftigt. Bonjour. Okay. Ja, ich hatte Französisch niemals in der Schule, weil ich finde, dass die Sprache sich scheiße anhört. Sorry für alle, die die Sprache mögen. Wenn man sie sieht, ist sie wunderschön, aber gesprochen ist sie so hochnäsig, die wollte ich nicht lernen. Ich habe eine seltsame Ball in dem Müll gesehen. Okay, dann gucken wir doch mal in den Mülleimer. Es gibt zu viel zu tun, nicht kann ich mich ausruhen. Ich bin der Chef der Cuisine. Der Abgang ist Lachsfilet, eine kulinarische Köstlichkeit zu dergleichen. Also irgendwie sind im Englischen mehr Französisch-Anspielungen drin. Im Aussicht die Zwiebelschälen! Schön, da ist ein Superball im Müll und da liegen so viele schöne Zwiebelschalen drauf. Aber gut, immerhin nur die Schalen. Hast du schon von Relaxo gehört? Er schläft und frisst den ganzen Tag wie... Nein, ich sag nichts. Ist besser so. Hier ist nichts plus Abfall. Wow. Und dann auch noch Küchenabfall. Also, das ist ja dann das ganze verderblich und so. Wow. Das hat mich nur verbrochen. Ich muss immer die nur Kartoffeln schälen. Wow. Also ich meine, in der Papiertonne und so nachzugucken hätte ich ja kein Problem, aber das ist ja alles verderblich. Nee, möchte ich nicht. Dieses luxuriöse Traumschiff fährt exklusiv für Trainer zu sehen. Jedem Hafen bis rum ausschließlich geladene Trainer. Gut, bevor ich da aber hingehe, hier hinten ist doch auch noch etwas, oder? Tolle Musik übrigens. Ist aber einer der wenigen Soundtracks, die in Feuerroten Blattgrün tatsächlich besser ist. Finde ich sehr selten, aber ist dort sogar der Fall. Und ein Top-Trank. Heilt, das Pokémon komplett auf. Also, ja, selbst wenn es 300, 400 KP hat, das halt alles auf. Ansonsten, der Hypertrank halt nur 200 auf. Das ist dann das, was nächstes kommt. Der Supertrank 50, der normale Trank 20. Mein Pokémon Machrollo ist super stark! Mit seiner Stärke kann er sogar Felsen bewegen! Herakles hier. Der sweept ja echt. Oh, Matros.